Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Football Manager 2024 Serie. Wir haben ein neues Mikro am Start. Ich hoffe, das ist deutlich besser als das bisherige. Zumindest konnte ich das nicht mehr so einstellen, wie es mir eigentlich gewünscht hätte. Deswegen hoffe ich jetzt die Qualität wieder etwas mehr in der Richtung, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Wir haben den Start der Saison 2, ihr Lieben. Und da sind wir ja schon mittlerweile angekommen. In der ersten Saison ist der Aufstieg uns geglückt oder sind wir aufgestiegen, je nachdem, wie man es sagen möchte. Wir haben seitdem das ein oder andere an Transfers auch getätigt. Natürlich, ich habe es auch gesagt, klammert euch aktuell nicht zu sehr an Namen. Noch sind es alles Amateurverträge, Amateur-Spieler. Es gibt im Wesentlichen keine großartigen Dinge, die man jetzt dort berücksichtigen muss. Ihr tauscht den Kader noch öfter aus, weil es ist ja auch logisch, man hat keine Kosten. Ihr könnt die Spieler halten, wann und so viele kaufen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Taktik so konzipieren, wie ihr das möchtet. Und ich habe schon den einen oder anderen Kommentar gelesen. Und natürlich ist es richtig, dass wenn man in eine Mannschaft kommt und ihr habt Millionen Gehälter, dann wollt ihr natürlich die Mannschaft den Gehältern anpassen und ein bisschen schauen, dass ihr das vorhandene Spielermaterial auch wirklich sinnvoll einsetzt. Aber momentan ist es eben so, dass wir das gar nicht brauchen, denn wir haben null Kosten im Wesentlichen für die Spieler, die keine wöchentlichen Gehälter bekommen, monatliche Gehälter schon mal gar nicht. Und dementsprechend können wir tun und lassen, was wir eigentlich so wollen. Deswegen machen wir das auch noch, ne? Das ist in Wales hier in den Unterligen auch noch wirklich keine große Relevanz, die da spielt. Und ja, wir haben den einen oder anderen, der jetzt hier von uns irgendwie auch wegtransferiert werden möchte. Tom Anderson sind wir schon losgeworden, ist einer, der offensiv rechts, offensiv links spielen kann. Für uns allerdings weniger interessant gewesen, weil wir die Position nicht mehr brauchen. Verpflichtet haben wir Luis Farmer, einer für die Mitte, auch Amateurvertrag, auch keine Kosten, also ein guter Deal, 22 Jahre jung. Und Eli Phillips, einfach nochmal vorne eine weitere Alternative für Caden Howe-Park, Habib James Loveridge mittlerweile, könnt ihr auch sehen. Schon auch von den Werten her nicht mehr der Beste vorne. Warum? Ja, weil wir mittlerweile bessere Optionen haben und wir sehen auch hier im Mittelfeld haben sich eben auch einige neue Alternativen aufgetan. Ne? Farmer bleibt jetzt erstmal drin. Dann haben wir Hamlin hier, obwohl Vaughn das auch spielen kann. Toulson, das war ja der, den ich hier Gott sei Dank bekommen habe. Noah Edwards kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Den haben wir auch mit auf der Bank. Dann haben wir hier noch Jones, Shea Young, der bessere oder die bessere Alternative. Habe ich. Auch immer mal hin und her getauscht, der gerne reinkommen kann. Devi Williams, Liam Walsh bleibt weiterhin auf der Bank für uns von Wert. Dann haben wir Young in der Innenverteidigung, Baldwin und Tancock. Ja, sind das die besten? Nein, denn wir haben theoretisch auch noch Kane Owen, der auch auf der Linksverteidigerposition ja, hier theoretisch ja noch eingreifen könnte. Aber wir haben eben mit Matthew Jones einen, der zwar kein Innenverteidiger spielen kann, dafür aber die Linksverteidiger besser als Kane Owen. Und Kane Owen ist ja auch einen Moment älter als er. Crowther im Tor, momentan unsere einzige Alternative. Also wenn wir jetzt was tun wollen, vielleicht noch in der Innenverteidigung. Wie sieht es denn aus, so kurz vor dem Start in die neue Liga? Wir sind zunächst einmal im Welsh Cup, das sollte man vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen. Und wir spielen auch das erste Spiel, das können wir ja mal gerade gucken, im Welsh Cup. Am 17.8. gegen Llanowair, den Namen dürft ihr selber mal versuchen auszusprechen. Wir haben einige Testspiele. Das hat uns natürlich auch geholfen, die Mannschaft ein bisschen besser zu festigen. Wir haben insgesamt, wenn wir hier auf die Saisonvorschau gucken, auch den besten Kader mit Abstand. Wir haben nicht viele gemacht im Wesentlichen, ne? Also wir haben jetzt nicht 10 neue Leute verpflichtet, aber eben zwei schon mal, die relativ wichtig waren. Man hat aber gemerkt, dass dadurch, dass das hier alles fast Amateurclubs sind, wir schon auch mit dem besten Kader direkt aufgestiegen sind und das natürlich dazu führt, dass wir auch hier in dieser Liga wieder Favorit sind auf den Aufstieg. Ne? Aus dem Ligenniveau kommen wir, in das Ligenniveau sind wir aufgestiegen und darüber wäre jetzt quasi die Frage, wie geht es hier weiter? Regeln, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir würden aufsteigen in die Adel League. Da wird es dann schon ein bisschen interessanter, 252 ja, und wenn wir dann hier gucken, dann würde es in die Cymru North-South gehen, auch spannender, und dann wären wir in der Premier, und das ist dann da, wo wir ja hinwollen, das ist die erste Liga. Also,
Ihr seht, wir sind auch noch ein ganzes Stück weit davon entfernt, hier großartig irgendwie jetzt schon im Weltfußball angekommen zu sein. Es ist auch unsere zweite Saison. 20 Spiele, 16 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage bisher, 80% Siegquote. Unser Walisisch ist schon ganz gut. Das ist ja sehr schwer zu sprechen. Wer das mal gehört hat, ist es schwieriger, finde ich, sogar noch als Schottisch, das zu verstehen. Unsere Werte haben sich seitdem ein bisschen angepasst. Wir haben zumindest schon mal den C-Schein erworben. Das ist auch ein Thema gewesen. Ich hatte jetzt vor kurzem gefragt, ob wir dann auch schon den B-Schein erwerben dürfen. Nein, da sagte dann der Verein, bitte nicht. Das ist uns irgendwie gerade alles ein bisschen zu blöd. Finanzen, 4.500 Euro. Ja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es gibt keine Gehälter, die wir zahlen müssen. Wir haben kleinere Einnahmen, ne, wie wir hier auch sehen, durch Kartenverkäufe etc. Die stehen momentan auch sogar im Gewinn ein bisschen über unseren Ausgaben für diesen Monat. Immerhin, also wir packen gerade ein bisschen was auf das Konto drauf. Wir spielen im Pokal, das können wir vielleicht auch nochmal sagen, gegen eine Mannschaft, die spielt schon in der Ada League, also eine Liga über uns im Wesentlichen. Und ist deswegen natürlich auch klarer Favorit. Also beide, sowohl die Fans als auch der Forschen, erwartet gegen diesen Verein eine Niederlage. Also nur, dass man das auch nochmal ein bisschen für sich einschätzen kann, wie sehen hier so unsere Chancen aus. Ich weiß aber gar nicht, das könnten wir jetzt mal gucken. Wenn wir das hier gewinnen, bekommt der Sieger 575 Euro. Immerhin. Also, gehen wir rein in die Partie. Hoffen wir auf ein glückliches Händchen. Okay, ja, der war bei mir noch mit auf dem Zettel. Ist jetzt leider kein klassischer mitspielender Torwart. Hat den Vertrag bei einem anderen abgelehnt. Der hat ein bisschen mehr Potenzial als Crowther, wäre aber heute noch unter seinen Fähigkeiten. Deswegen für uns aktuell nicht wirklich interessant. Dann noch den Jack Wilson. Gucken wir gerade hier vorne. Naja, der würde sich jetzt auch nur leicht hervortun, wenn wir uns das anschauen. Und dann haben wir noch den Ian Cartwright. Auf Rechtsverteidiger brauchen wir eigentlich gar nicht. 28, Mittelfeld. Ja, puh, ja, puh, 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 sage ich mal. Nicht wirklich spannend, ne? Also momentan ist es auch schwieriger, jetzt auf dem Niveau noch irgendwo Spieler zu finden, die natürlich uns jetzt noch in der Sache verbessern. Genau, wir hatten auch einige Verletzte, auch durch die Vorbereitung. Exakt, Ryan Oakley, das ist ja noch der Jugendspieler, der jetzt hochgezogen worden ist. Wenn wir noch James Loveridge, der verletzt ist, 4 bis 8 Tage. Und Vaughn ist wieder fit, also theoretisch könnte der spielen. Ich hatte den ja hier nochmal draußen gelassen, befindet sich aber auf der Ersatzbank und wir lassen Hamlin dann für ihn jetzt erstmal spielen. Phillips und Hope Hike vorne. Ansonsten bin ich eigentlich happy mit der Aufstellung so, wie sie ist. Natürlich, klar, sind wir nicht der Favorit in diesem Spiel gegen eine Mannschaft aus einer höheren Liga. Trotzdem, ja, wenn man keine Chance hat, sollte man sie nutzen, sagt man ja so gerne an der Stelle. Und das versuchen wir natürlich irgendwie auch zu machen. Leider spielen wir auch auswärts, also es gibt hier nicht so diese klassische niedrigere Liga, deswegen zu Hause. Das wäre für uns natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema gewesen. Aber an der Stelle leider keine Möglichkeit dazu. Genau, wir wollen sie heute in Staunen versetzen und dann sagen wir nochmal, ja, zeigt mal, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ne? Lewis Baldwin sieht selbstgefällig aus. Von einem Spiel gegen ein Team aus einer höheren Liga. Auch äußerst spannende Einstellung. Trotzdem hoffen wir auf ein gutes Spiel. Wir sind, wie gesagt, Außenseiter im Pokal. Das ist klar. Wir spielen in unseren, ja, ich sag mal, was ist das? Ein dunkles Rot, ein Weinrot, wie man so schön sagen möchte, gegen Blau. Und wir schauen mal, auf welche Richtung wir überhaupt spielen. Das haben wir gerade nur an Ansatz gesehen. Ich glaube, wir spielen von links nach rechts. Hancock, Tucson, da ist Farmer. Der verliert den Ball. Jetzt könnte es schnell gehen, aber hinten ist die Absicherung da. Wir haben hier eine Fünferkette in der Defensivposition. Ansonsten eben noch zwei, die mit nach vorne laufen. Young über die Außen. Bindet Young ein und Crowther baut nochmal neu auf. Young. Farmer. Wieder Young. Und nicht, dass wir den Ball da in einer wichtigen Position verlieren. Das wäre schlecht. Baldwin. Wilson. Oder Towson. Hamlin. Aus der Distanz. Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Hancock. Wieder Towson. Hope Hike. Farmer. Farmer.
Die Gelegenheit. Schade. Machen's gut. Sechs Schüsse. Überlegen sogar. Wo wir gegen ein Team aus einer höheren Liga spielen. Also machen es sehr, sehr ordentlich. Young, Farmer, Baldwin. Farmer. Wieder Young. Auf unseren anderen Young. Shea Young. Auf Connor Young. Williams verliert den Ball. Jetzt könnte es schnell gehen, aber Williams gut aufgepasst. Dazwischen könnte der Ball in die Mitte bringen. Wird nochmal gefährlich. Hamlin außer Distanz, wird aber geblockt. Schade, da war gefühlt mehr drin. Nochmal die Gelegenheit. Ho, Pike aus der Distanz und er zählt. Tautzen, Hope Hike. Da war eigentlich schon irgendwie die Situation vorbei. Was Hopkins da macht, das ist Williams mit dem Kopf und da ist der zweite Treffer. Come on. Bang, bang, da ist er. Zwei Null gegen die Favoriten Phillips. Gut dazwischen, boah, das ist ein ganz schöner Kante, ne? Guck mal, wie viel wiegt der wohl? Gar nicht drauf geachtet. Schöner Flops da vorne, aber ich meine, ist ja manchmal auch nicht verkehrt. Hancock, Baldwin, Young. Farmer zu Hope Pike und der aufs Tor und Hopkins ist ganz schön gefordert hier. Die Gastgeber vielleicht uns auch ein bisschen unterschätzt. Das ist natürlich für uns dann praktisch, weil wir brauchen jeden Euro, den wir da mitnehmen können. Das hilft uns natürlich ungemein. 13 zu 1 Schüsse, es ist unfassbar. Also wir dominieren die Partie nach Belieben. Das ist überhaupt, der Gegner ist eigentlich quasi nicht existent, muss man sagen. Jetzt aber vielleicht mal die Gelegenheit, um nach vorne zu kommen für die Gastgeber, die hier versuchen, über das Mittelfeld aufzubauen. Dann wird es aber ganz schön eng und wieder geht es in die andere Richtung. Hope Hike. Connor Young kann jetzt den Ball aufbauen. Schön zu Hope Hike. Der könnte in die Mitte spielen. Da ist Phillips. Bello Impossibile. Schönes Ding. Richtig stark gespielt. Connor Young. Und der sieht Hope Hike. Und der sieht dann in der Mitte Phillips. Eli Phillips. Gut gespielt. Schöner Treffer. Verdient. 3 zu 0 vorne. Crowther. Baut auf über Tancock. Und Williams macht ein gutes Spiel. Eli Phillips. Boah, das ist eine Kante, ey. Che Young. Und das Hopai! Und da ist das 4 zu 0. Aber wo ist denn da die Defensive, der Gastgeber? Wie klappt denn das hier gerade? Wie passt das zusammen? Die Mannschaft aus der höheren Liga hier komplett von der Rolle 4 zu 0. Und wir machen es hervorragend. Kann man nicht anders sagen. Und Crowther greift daneben. Da war es beinahe auch schon dahin mit dem 4-Tore-Vorsprung. Aber wir retten es, wie es aussieht, in die Halbzeit. Das sieht gut aus. Und ja, alles andere als jetzt zu sagen, dass wir mehr als zufrieden sind, kann man, glaube ich, auch nicht. Die Gegner wechseln dreimal, also vielleicht haben sie wirklich das Spiel nicht ernst genommen. Das kann natürlich sein, dass sie jetzt komplett umgestellt haben. Hope Hike! Abseits. Der Zonk. Wir gucken nochmal. Knappe Abseitsposition, leider richtig. Leider richtig. 4 zu 0 weiterhin. 5-0 war es dann leider nicht. Wir schreiben gleich schon 60, die 60. Minute, also wieder die Gelegenheit dann auch für uns auszuwechseln. Phillips nimmt Crowther mit.
Tancock auf Williams, auf Eli Phillips, Tancock wieder. Williams. Carlson mit dem langen Ball, aber Hopkins ohne Probleme. Diesmal einer der wenigen Bälle, die er heute festhalten darf. Das wird ihn freuen. Tancock und Williams. Carlson im Mittelfeld. Macht ein gutes Spiel, ne? Das ist so ein bisschen der Ankerpunkt für uns. Hamlin, da ist Farmer. Aus dem Mittelfeld versucht, ihn unten links reinzusetzen, aber noch nicht von Erfolg gekrönt. Vielleicht wird es ja noch was. Dann wechseln wir dann doch mal. Jetzt gucken wir gerade, wer hier denn wohl so ein Kandidat wäre für eine Auswechslung. Vielleicht mal so. Dann können wir gucken, wer ist noch relativ Platz. Schwierig zu sagen, spielen eigentlich alle auch gut, ne? Wir könnten jetzt Vaughn einige Minuten geben, aber da tue ich mir gerade noch ein bisschen schwer damit. Matthew Jones vielleicht nochmal über die linke Seite. Vorne Eli Phillips könnten wir nochmal Habib bringen. Und ja. Das ist erstmal so viel dazu. Das sind vier Wechsel, genau einen dürfen noch Jones. Und Farmer wieder. Also gar kein Abbruch im Spiel, selbst nach vier Wechseln nicht. Townsend! Uiuiuiui, das wäre beinahe ein richtig, richtig schönes Tor geworden. Aus der Distanz. So, schreiben schon gleich die 75. Minute. Jetzt nochmal ein Blick auf die Verfassung der Spieler. Aber naja, da können wir noch Noah Edwards für bringen. Ich glaube, das machen wir auch. Und dann ist auch gut. Bisschen frische Beine, frische Köpfe für die Schlussminuten. Defense, Jones, da hinten Habib. Habib mit dem Treffer 5 zu 0. Wahnsinn. Also, als Außenseiter gegen ein Team aus der höheren Liga 5 zu 0 zu gewinnen, das ist dann schon wirklich außergewöhnlich gut. Plus das Preisgeld, das wir natürlich dankenswerterweise mitnehmen, klar. 5-0, wir sind total überrascht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass wir, selbst wenn wir noch in eine Liga aufsteigen würden, wahrscheinlich gar nicht so einen schlechten Kader hätten, ne? So, das sieht doch schon mal alles wunderbar aus. Wir kriegen 500. Ich guck mal ganz kurz, ob wir jetzt noch die Auslosung bekommen. Sehen wir die jetzt sofort? Ergebnisse? Oder wann gibt es die Auslosung? Hallo? Kalender, wartet mal, ganz kurz schauen. Das ist das. Steigt ein. Naja, die Auslosung steht irgendwie noch einen Moment weg, oder kommt die? Nee, gut, okay, also sehen wir jetzt gerade nicht. Wir sehen uns gleich aber in 13 Tagen wieder zum Spiel gegen die Giants Grave. Das ist dann das erste Ligaspiel in der Macron West Wales Premier League. Also bis gleich in 13 Tagen. So, und da sind wir wieder da nach der kurzen Pause für uns. Ich habe vorhin auch gesehen, fand ich ganz interessant, einfach nur mal hin und wieder so ein Fun Fact by the way. Also Osimhen von Napoli für 100 Millionen zu Real Madrid gewechselt. Ganz interessante Entwicklung. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, meint ihr, das ist realistisch? Fragezeichen. Ist das tatsächlich ein Transfer, der stattfinden wird als Nachfolger von Benzema, das so ein bisschen gerade spannend gewesen. Deswegen ist es mir einfach nur aufgefallen. Die haben sie noch ein paar Pläne. Nketiah, Salisu und Victor Osimhen für 100 Millionen. Endrick für 72 sorry, Millionen von Palmeiras. Okay, krass. Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, 72 Millionen spielt bei Real Madrid C gerade. Ist das richtig? Ja. Definitiv. Macht Sinn.
Gut, dann gehen wir rein ins Spiel gegen Giants Grave. Das erste Spiel der noch zugegebenermaßen relativ jungen Saison. Vaughn hat auch überhaupt gar keinen Fitness-Test mehr drin. Also rein theoretisch könnten wir ihn jetzt spielen lassen für Hamlin, wobei Hamlin im ersten Spiel wirklich ausgezeichnet war. Also wir werden da mal so ein bisschen hin und her switchen. Macht auf jeden Fall Sinn. Dann können wir auch los. Genau. Und sagen, let's go zum Spiel. Wir spielen auswärts. Vielleicht sage ich gleich nochmal was zu unserem Los, das wir gezogen haben im Pokal. Das ist, wie soll ich sagen, total attraktiv für den Zuschauer. Also für den St. Clairs-Zuschauer. Für mich als Trainer der unterklassigen St. Clairs-Mannschaft. Ja, wie soll ich sagen? Also, naja, ihr werdet gleich selber sehen. Wir gucken mal. Also, ich weiß ja nicht, wer ihr euch so in Wales auskennt, aber ja, schöne Herausforderung, sagen wir es so. So, die Gegner haben bereits zweimal die gelbe Karte gesehen. Ansonsten ist es ein relativ chancenarmes Spiel. Wir können mal sagen, dass wir mehr fordern von der Mannschaft. Dazu hat bisher allerdings relativ wenig bewirkt. Shea Young auf links außen hat ein gutes Spiel. Ansonsten recht dünn. Sehen wir nicht eine Chance? Oh, okay. Das wäre jetzt auch krass gewesen. Giants Grave in Rot, logischerweise. Taylor und Taylor auf Evans. Haben auch zwei gleiche Nachnamen hier auf den beiden Positionen hinten drin. Tancock, Carlson, Baldwin, Farmer. Gut gespielt. Vaughn. Langer Ball. Keaton Hope-High kriegt ihn vor dem Verteidiger. Keaton Hope-High. Sich die Hereinnahme von Vaughn doch schon rentiert. Der Ball auf Hope-Pike, der läuft ein und lässt den Schlussmann in allerkältester, kaltschnäuzigster Stürmermanier. Keine Chance. Wir gehen weiter. Und ja, können definitiv noch einen Gang zulegen. Und wir sagen auch nochmal allen hier, ne? Wir haben vollstes Vertrauen. Aber da kann noch ein bisschen was kommen, liebe Leute. Das war es doch wohl noch nicht. Eine Gelegenheit bislang und einer drin. Das ist natürlich Top-Ausbeute, aber ein bisschen wenig. Und da gibt es tatsächlich Elfmeter, weil Shea Young fällt im Strafraum und Eli Phillips darf antreten, der bisher eine 6-6 gespielt hat. Besser geht's immer und er trifft. Eli Phillips. Oder Phipps eigentlich, ne? Der heißt Phipps. Ich sag die ganze Zeit Phillips. Gut. Der Trainer kennt seine Spieler. Oh. Abseits, abseits, abseits. Abseits, abseits. Dachte schon, wie ist der denn so frei? Machte Sinn. Als ich gesehen habe, dass die Abseitsfahne hochging. Hughes, Gegner sind im Pressing. Flanke am höchsten springt da Roberts von Giants Grave, aber der kann ihn nicht entscheidend setzen, den Kopfball. Und ja, dann schauen wir doch mal, was können wir besser machen? Devi Williams, eine 6-5. Das ist sehr bescheiden, deswegen kommt er jetzt raus. Connor Young, auch nur eine 6-5. Auch könnten wir auch ein bisschen besser machen. Dann nehmen wir Noah Edwards vielleicht für rein. Lewis Baldwin, dass wir noch den kurzen Moment drin. Aber das in der Verteidigung nicht optimal. Und hier dann der Fehler, dann auch gleich von Townsend. Hugh Jones. Ah, das Pressing ist da und da wird es ganz gefährlich. Aber Crowther im Tor hält uns da das Ganze fest. Wir waren übrigens jetzt noch, die Cutscene war übrigens noch, bevor wir gewechselt hatten. Das heißt also, hier vielleicht ein Problem der Vergangenheit, weil wir jetzt das Thema hier
Vielleicht gelöst haben, indem wir die Verteidigung nochmal neu aufgestellt haben und bringen nochmal Hansford für Baldwin, der nicht gut spielt, ne? So. Walsh bei der Ecke, bringt ihn rein und da kommt Vaughn und da ist Hope Pike und da ist der Treffer. Am schnellsten reagiert nach diesem Getümmel in der Mitte Vaughn und der findet Hope Pike und Hope Pike findet am Ende des Tages die Maschen 3 zu 0, Viertelstunde noch zu spielen. Jetzt dann ein beruhigender Vorsprung und Jones, ja lieber Jones, wenn du denn ein Kopfballspiel beherrschen würdest, wäre das sicherlich einer gewesen, wo du sagst, lieber Torwart, wo magst du den Ball denn hinhaben? Links, rechts, oben, unten. Aber so freut sich natürlich das Publikum, den Ball zu fangen. 93., 94. und over and out. Wir gewinnen das Spiel relativ souverän 3 zu 0. Steven Thaler hat sich noch verletzt bei dem Gegner in der 94. Minute. Auch unnötig am Ende, sagt man sich dann so, ne? Hier noch irgendwo. Eine Verletzung braucht man dann nicht wirklich. So, wir starten also hervorragend in die Saison. Matthew Jones hat sich leicht verletzt, 2 bis 3 Tage. Alles im Lot. So, Keaton Hope-Pike können wir auch loben. Ist der Finger oben. So, das sieht gut aus. Und jetzt gucken wir ganz kurz. Wir haben tatsächlich Connors Quay gezogen. Das ist echt bitter, weil die sind in der ersten Liga. Und ja, die waren auch mal vor ein paar Jahren, 2 Jahre hintereinander Meister. Das heißt, die sind jetzt nicht so ganz schlecht. Und ja, das hätte man deutlich leichter ziehen können, denn es waren auch noch einige unterklassige Mannschaften natürlich in dieser Runde dabei. Trotzdem müssen wir oder dürfen wir jetzt in der zweiten Runde also gegen Connors Quay ran. Wir spielen in, wie viele Tagen? Habe ich gar nicht gesehen. In 13 Tagen gegen West End. Und da sind wir natürlich wieder zurück mit dem letzten Spiel dieses Teils. Und dann sehen wir im nächsten übrigens als allererstes die zweite Runde. Das ist schon heftig, ne? Also, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zum letzten Spiel dieses Teils. Wir haben, ja, gut gestartet. Im Pokal souverän gewonnen, in der Liga souverän gewonnen. Und ja, wir spielen jetzt also gegen West End, die sehr schlecht gestartet sind aus 2 Spielen. Bereits, die sie hinter sich gebracht haben. 0 Punkte. Wir ja erst vor unserem zweiten Spiel durch den Pokal hat sich alles ein bisschen nach hinten verschoben. Wir gucken ein bisschen auf das Thema Fitness und schauen einmal, ob zumindest jetzt Vaughn irgendeine übertriebene Geschichte hätte. Überdurchschnittliche Verletzungsanfälligkeit, aber es gibt jetzt keine Spielbelastung, also Verletzungsrisiko erhöht ist, glaube ich, bei den meisten, die eben auch häufiger mal verletzt sind. Aber grundsätzlich passt es, würde ich behaupten. Und wir gehen rein und schauen mal, was so geht. Ich bin guter Dinge. Tyler Roach könnte uns verlassen. Der hat ein Angebot erhalten. Aber wie gesagt, Namen sind Schall und Rauch in diesem Ligenniveau. Deswegen würde ich euch da nicht zu viel reininterpretieren lassen wollen. Wir gucken mal auf das Spiel hier und versuchen natürlich die Maximalausbeute von 6 Punkten aus den ersten beiden Spielen mitzunehmen. Vor allen Dingen, da West End ebenso schwach gestartet ist, vielleicht ein Indiz dafür, dass wir hier eine ganz gute Chance haben, wenn wir uns nicht blöd anstellen. Shea Young über die Seite, macht viele Meter mit nach vorne, dann bringt er ihn in die Mitte und Eli Phillips kommt nicht dran, aber Vaughn aus dem Hintergrund nochmal Volley versucht, aber trifft nicht. Wir können noch relativ wenig über die Tabellensituation sagen, was es jetzt bedeutet, wer jetzt der größte Konkurrent ist, wo wir uns so einsortieren, weil noch zu wenig Spiele logischerweise, das können wir mal so nach 4, 5 Spielen können wir so eine kleine Tendenz abgeben, wie es denn jetzt so aussieht. Shea Young hier wieder dazwischen gut in der Defensivformation ausgeholfen auf Connor Young, der sehr beliebt ist übrigens bei anderen Vereinen, sehr viele Angebote erhalten hat, aber trotzdem bei uns bleibt aktuell noch. Devi Williams macht den schönen Meter über die rechte Seite und das Hope Pike und da... Oh,
Nee. Ui. Abseits. Dachte schon. Sah nicht so aus, aber gut. Wir wollen ihm mal vertrauen. Farmer auf der anderen Seite. Hope Pike wird geschickt. Jetzt kann er es besser machen. Hope Pike. Aber Williams im Tor. Noch mit den Händen dran und deswegen kein Treffer. Young bei der Ecke. Shea Young versucht ihn reinzubringen. Tank Kok mit dem Kopfball und dann der Torwart unsicher. Greift nicht beherzt zu und der Ball nochmal zur Ecke raus. Shea Young die zweite. Vielleicht klappt es ja jetzt. Und da findet er am ersten Pfosten Baldwin, glaube ich. Aber der kann nicht reinköpfen. Von den Chancen her deutlich überlegen. Vom Ballbesitz her leicht überlegen. Ansonsten der Gegner bisher überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Wir haben aber aus unseren Chancen noch nichts Zählbares rausholen können. Auch wenn wir hier 7:0 Schüsse in Führung gehen, ist es an der Stelle eben etwas frustrierend, weil da erwarten wir uns natürlich ein bisschen mehr. Wir sagen auch, dass wir damit unzufrieden sind. Und dann nochmal, dass alle auch unter Beweis stellen sollen, dass sie eben können. Als das, was sie gezeigt haben. Das war ja jetzt nicht ganz schlecht, aber wenn wir zum Beispiel Dan Towson uns angucken, der hat eine 6-4, das ist jetzt nicht die Welt. Che Young nochmal bei der Ecke. Am kurzen Pfosten Baldwin. Ein Mittel da auch schon aus der ersten Halbzeit, aber hier auch mal wieder nicht von Erfolg gekrönt. 9:0, wieder Che Young bei der Ecke. Irgendwann muss es doch mal klappen. Towson mit dem Kopf. Der nächste Ball, der in Richtung Tor geht, aber eben nicht rein. Hope Hike, der Einzige, der heute schon getroffen hat, war leider im Abseits. Towson, Vaughn, Hancock. Hancock könnte den Ball gleich spielen. Davy Williams jetzt mit der frühen Flanke. Hope Hike mit dem Kopf und der macht ihn. Eigentlich schon ein bisschen zu spät gespielt von Tankok, muss man sagen. Also für einen Ball in den Fuß definitiv ein Schritt oder ein Pass zu spät genommen, eine Ausfahrt zu spät. Aber am Ende Devi Williams noch mit einer super Flanke. Und der macht dann ganz viel aus einer relativ schlechten Vorlage. Wir ringen Mahabib für Eli, der ist sehr schlecht. Tautzen. Sehr überschaubar seine Leistung. Da werden wir auch rausnehmen. Tankok auch nicht besonders gut. Bringen wir Hansford dafür. Und dann soll es das erstmal gewesen sein für den Moment. Drei Wechsel an der Stelle. 12:0 Chancen. 1:0 nur. Natürlich ein gefährliches Ergebnis. Da kann es auch mal durch ein bisschen Glück am Ende in die falsche Richtung gehen. Devin Williams, wir sehen aber eine Chance für uns. Vaughn bei der Flanke und Shea Young. Also man muss sagen, dass mit dieser Taktik zumindest eines definitiv gegeben ist. Man ist in dem Sinne schon ziemlich sicher in der Defensive. Opaik macht vielleicht den Deckel drauf. Also, es ist nicht so, dass man hier nochmal so ganz spät oder häufig dann noch so den Ausgleich in letzter Minute kassiert. Schon eine sehr starke defensive Stabilität, die dann eben auch zu Siegen führt. Das kann man schon auch sagen von dieser Taktik. Also, deswegen gefällt sie mir sehr gut. Liam Walsh bringen wir mal. Und dann habe ich gerade gesehen, der Vaughn, der ist ein bisschen selbstgefällig. Da bringen wir jetzt den Hamlin für. Farmer wird gelegt. 11 Meter, die Wechsel sind da und dann tritt an. Ja, wer tritt denn an? Es ist Shea Young, unser Linksverteidiger Shea Young und der schießt ihn drüber. Naja. Hamlin, Shea Young, Hamlin mit der Flanke, hinten Baldwin, kommt nicht dran. Und Abseits. Wir wechseln sehr variabel, man muss sagen, bei den Gegnern schon wenig. Also ich weiß nicht, ob die gar nicht gewechselt haben, aber
Auffällig, dass sie auf jeden Fall sehr weit runtergerobbt werden von der Fitness. Farmer, Hamlin, Habib und Walsh über die Seite. Liam Walsh und Hope Pike und 11 Meter, weil Handspiel. Und wenn in der Situation einer Hand spielt, dann frage ich mich natürlich, warum es da keine Elfmeter gibt. Also keine rote Karte mehr gibt, meine ich. Habib. Tja, das Verhindern eines klaren Tores, wenn der Verteidiger kurz vor der Linie dann noch mit der Hand klärt. Also nicht ganz nachvollziehbar hier. Die Entscheidung des Schiedsrichters, den Spieler so davonkommen zu lassen. Aber wir wollen mal nicht meckern. 3-0, auch wieder jetzt. Eine ganz souveräne Leistung, die wir hier gezeigt haben. Und sind damit definitiv schon oben auch angekommen in der Tabelle. Und machen es, glaube ich, bisher sehr, sehr gut. Nach zwei Spielen Garden Village, aktuell in der Pole Position, aber ein Spiel mehr. Also wir sehen schon alle, die mit zwei Spielen sind. Jetzt hier Klaus Gauber hat im Endeffekt dann nur 3 Punkte. Heißt mit anderen Worten, wir können mit einem Sieg im nächsten Ligaspiel dann auch an die Spitze ziehen. Wir sehen aber, da, und das wird spannend werden, zum nächsten Spiel die zweite Runde. Connors Quay, dann Penlan, dann Roxburgh und dann kommen wir wieder zurück zum Ende der Saison, weil hier nicht so viele Spiele sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin. Euer Ketrigo. Ciao, ciao.